Hallo, herzlich willkommen zur fünften ASQF NetWeek. Mittlerweile sind wir beim letzten Webinar dieser Woche angelangt. Wir freuen uns, dass Sie uns so zahlreich durch diese Woche begleitet haben. Heute ist ja noch unser Thementag Development. An dieser Stelle auch vielen Dank an unseren Thementag-Sponsor ZEPMED. Die ersten Vorträge und Aufzeichnungen, falls Sie diese verpasst haben, finden Sie im ASQF-Net in unserem Mitgliederbereich. Und bevor ich aber noch irgendwas weiter zum ASQF erzähle, freue ich mich sehr, jetzt Christoph Menzel begrüßen zu dürfen mit seinem Vortrag "Da eine totgeglaubte Sprache neuer Blüte". Eins, zwei Sachen noch vorweg. Das Webinar heute wird auch wie die anderen aufgezeichnet, kann sich auch also im Anschluss angeguckt werden. Fragen können gerne schriftlich gestellt werden oder wenn Sie ein Handzeichen geben, werden wir die Stummschaltung aufheben und Sie können auch gerne direkt ins Gespräch mit dem Referenten gehen. Also viel Spaß mit Christophs Vortrag über DART. Vielen Dank. Dann auch Hallo von meiner Seite. Kurz vorm Wochenende noch ein Talk ja, zu einer neuen Sprache, die gar nicht mehr so neu ist, sondern schon ein bisschen älter. Deswegen auch der Titel: Dart, eine totgeglaubte Sprache in neuer Blüte. Was wollen wir uns heute ein bisschen anschauen? Erstmal so ein bisschen ein kleiner Überblick über Dart, auch so zur Entstehungsgeschichte, wo das Ganze herkommt, was so die Ideen am Anfang waren. Dann das Type-System. Wie funktioniert asynchrone Programmierung? Wie kann ich in Dart aber auch andere Sprachen, also native Sprachen, mit einbinden? Zum Package, ja, Organisation, das heißt, wie kann ich verschiedene Pakete mit anziehen? Was für Tools gibt es? Scripting und am Ende natürlich auch gerne viele Fragen und Antworten. Ich werde zwischendrin noch mal ein bisschen was Praktisches zeigen. Wir werden ein paar Sachen ausprobieren. Uns einfach da ein bisschen genauer anschauen. Falls Fragen sind, gerne auch jederzeit zwischendrin. Auch das ist gerne, ihr müsst nicht bis zum Ende warten. Ja, wo kommt Dart her? Dart kommt hauptsächlich von Google. Es ist ein Open Source Projekt. Der Main Sponsor ist eben Google. Es tragen auch andere Firmen mittlerweile dazu bei. Und Dart wurde so das allererste Mal öffentlich präsentiert im Oktober 2012. Natürlich wurde vorher schon im Geheimen daran gearbeitet. Und die Idee war damals dann eben mit Dart 1.0 im November 2013 Dart als eine Alternative für JavaScript oder besser gesagt sogar als ein Replacement für JavaScript heranzubringen. Das heißt, dass in Zukunft alle ja, Webbrowser Dart unterstützen, dass Dart das die neue Sprache fürs Web wird. Oh Wunder, es hat nicht so ganz funktioniert. Konnten nicht wirklich durchsetzen. Sie hatten zwar Chrome und auch eine Chrome-Version, speziell für Dart, wo Dart direkt im Chrome-Browser ausgeführt werden konnte, entwickelt, aber die Community oder die Webentwicklung hat es nicht wirklich angenommen. Dann war es sehr, sehr, sehr ruhig, eine lange Zeit lang, zumindest für, ich würde sagen, Softwareentwicklung eine relativ Zeit lang, nämlich 5 Jahre lang, hat man von Dart nicht mehr wirklich viel gehört. Es wurde vermute mal im stillen Kämmerchen trotzdem noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber dann eben, als Google gesagt hat, okay, sie benutzen Dart für ihr neues Cross-Platform-Framework Flutter, als die Sprache, hat es natürlich einen neuen Schub bekommen. Flutter ist mittlerweile mit eins, ich würde sagen, fast der meistgenutzten Cross-Platform-Frameworks. Wir oder ich nutze es selbst. Ich würde sagen, es ist das am weitesten entwickelsten und am besten ausgedachteste Framework. Ist auch so ein bisschen kein Wunder, Dart und Flutter sind beide so aus der Entstehungsgeschichte der Leute, die auch die Chrome Engine entwickelt haben. Also wirklich Leute, die sich sehr, sehr gut mit ja, High-Performance-Entwicklungen auskennen. Und heutzutage ist, ja, zumindest laut der Stack Overflow Developer Survey, Dart unter den ja, Top 10 der meist geliebtesten Sprachen. Und dadurch, dass Flutter ja ein Cross-Platform-Framework ist und Dart benutzt, ist somit auch natürlich Dart eine Cross-Platform-Sprache. Ich kann Dart letztendlich auf allen Plattformen nutzen, das heißt Android, iOS, Web, Linux, Mac, Windows und rein sogar auch auf Embedded. Also auch dort kann ich Dart verwenden.
Und wir werden später sehen, sogar sehr, sehr performant, vor allem wenn man es vergleicht mit anderen Sprachen. Genau, so wenn wir uns die Antworten der Stack Overflow Developer Survey anschauen, es startet hier auf, ich glaube, es ist Platz 7, der meistgeliebtesten Sprachen. Darüber sind natürlich Sprachen, die so ein bisschen älter und bekannter sind. Die neueste und mit am meisten beliebtesten ist Rust. Ältere dann Clojure, TypeScript, Elixir, Julia, Python. Aber dann kommen schon Dart vor Sprachen wie C-Sharp, Kotlin, JavaScript oder aber auch andere, die noch weiter unten kommen, Java und. Also Sprachen, die schon viel, viel länger da sind, schon ein viel breiteres oder größeres Ökosystem haben. Konnte Dart jetzt doch eigentlich in einer sehr kurzen Zeit, wenn man sagt, okay, 2018, so war der wirkliche Start, bis jetzt sehr stark verdrängen. Und das ist, finde ich, schon beeindruckend und zeigt auch für mich oder zumindest mein Gefühl wird dadurch wiedergespiegelt, dass Dart doch eine sehr angenehme Sprache ist, wo viele Aspekte oder Konzepte dabei sind, die sehr, ja, sehr hilfreich sind und die bei anderen Sprachen einfach schwierig im Nachgang zu liefern zu sind, ja, weil Dart einfach die Sache von Grund auf anders gemacht hat. Ja, was sagt Google jetzt über Dart selbst? Also sie sagen, Dart ist eine klein optimized Sprache für schnelle Apps auf jeder Plattform. Ja. Das sagen sie, also es soll auf jeden Fall sehr schnell sein und cross-Plattform. Das ist und klein optimized, das heißt für den Nutzer, den Entwickler optimiert, dass ich es einfach und schnell nutzen kann. Das Ziel ist, ja, eine der produktivsten Programmiersprachen für eben ein Multi-Plattform-Development zu schaffen. Das heißt, Sprachen wie Java, C Sharp vom Markt zu drängen, ist ihr Ziel. So würde ich das letztendlich interpretieren, um eben eine Sprache zu schaffen, die ein echtes Cross-Plattform-Fähigkeit liefert, das Ganze aber auch möglichst produktiv für den Entwickler, ja, und schnell, damit ich dann auch eben auch schnelle Apps habe. Ich würde sagen, dass sie die meisten Sachen davon echt erfüllt haben. Selbst das Ökosystem, das wir uns später anschauen mit den Packages, ist mittlerweile enorm groß und ich würde sagen, kann mit anderen Sprachen wie Java oder C-Sharp deutlich mithalten. Das sind so drei Hauptpunkte, die sich ja, Dart auf die Fahne schreibt. Das ist einmal so Optimized for UI. Also sie wollen dadurch, dass zum Beispiel bei Flutter genutzt wird, natürlich auch eine Sprache sein, die optimiert ist für den Einsatz von, ja, UI-Elementen. Heißt aber nicht, dass ich Dart auch ohne UI verwenden kann. Also ich kann Dart auch als eine kleine Konsolenanwendung, Scripting, Backend-Server, HTTP-Server, API, whatever, kann ich Dart auch benutzen. Ja, ich muss nicht zwingend eine UI verwenden, aber ich kann und dafür ist es eben auch optimiert, weil es dann eben solche Sachen hat wie, okay, ich kann ja, Concurrency verwenden, das Ganze ist isolated. Das schauen wir uns an. Das hat deutlich mehr Vorteile, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit Threads oder Prozessen arbeite. Ich habe ein klassisches Async-Await-Konstrukt. Auch das schauen wir uns an. Ein sehr schönes Feature, was ich super finde, ist Sound Null Safety. Sprich, mit der Version 2 ist Data überall zugegangen, dass ich sage, okay, jede Variable, jeder Member ist erstmal, kann nicht null sein. Ja? Das heißt, ich kann schon zur Compile-Zeit prüfen, ob ich irgendwo einen Null-Zugriff hätte. Ja? Wenn ich wirklich irgendwo in einem Member einen Null haben will, muss ich es explizit sagen. Ja? Und das ist natürlich super, weil mir da viele Fehler, die ich früher hatte mit Null-Pointer oder eben mit Null-Zugriffen, einfach schon mal weg habe. Dann habe ich natürlich so schöne Sachen wie den Spread-Operator, den schauen wir uns später an, den ich sehr elegant finde. Auch sowas wie Collection-If. Das heißt, ich kann eine Collection hinschreiben, ja, ein Array, und kann in dem Array, während ich es definiere, eine Abfrage machen. Ja. Also ich kann zum Beispiel sagen 1, 2, 3, 4 und if ein Boolean ist true, dann soll noch die 5 mit drin sein, ansonsten hat das Array nur 1, 2, 3, 4. Ja. Die Syntax ist sehr ähnlich zu anderen Sprachen. Das heißt, wenn ich TypeScript, C-Sharp, Java kenne, komme ich sehr, sehr schnell zurecht. Ja, das ist eine klassische Object-Oriented-Sprache, hat aber auch funktionale Aspekte, das heißt, ich kann das Ganze ein bisschen mischen, aber ich komme sehr, sehr schnell zurecht. Dann, was wir oben schon hatten, es soll ein Productive Development haben. Also für Sie ist es extrem wichtig, dass die Entwickler schnell loslegen können und ich ein schnelles Ergebnis erzeugen kann.
Und das merkt man einfach, dass die Sprache von Entwickler für Entwickler entwickelt wurde. Solche super Features wie Hot Reload, was wir uns später anschauen, ich muss nicht nochmal meinen kompletten Code kompilieren, ja, sondern ich kann einfach etwas ändern, speichern drücken. Meine Anwendung, die im Hintergrund läuft, wird automatisch aktualisiert um die Dinge, die ich geändert habe. Und ich kann sofort die Änderungen ausprobieren. Ich muss nicht nochmal neu kompilieren. Das ganze Tooling ist sehr konfigurabel. Ja, also ich kann viele Dinge anfassen, ändern, konfigurieren für mich. Ich habe natürlich sowas Sachen dabei wie Profiling, Locking, Debugging. Das bringt Dart alles schon mit. Also es ist eine Sprache, die fertig ist oder besser gesagt, das Ökosystem ist auf einem Niveau, damit ich es produktiv einsetzen kann. Es ist nicht irgendwie noch in den Kinderschuhen, wo ich sage, okay, ja, Locking, Profiling, das funktioniert alles noch nicht so ganz. Nee, das wird alles schon mitgeliefert. Und dann eben der letzte Punkt, Fast on all Platforms. Das ist für Sie extrem wichtig, dass Sie sagen, okay, es muss schnell laufen. Ja, das heißt, ich habe eben ein Ahead-of-Time-Compiling, aber ich habe auch ein JIT-Compiling, ein Just-in-Time-Compiling. Weil das und diese beiden Dinge zusammen haben eben den Vorteil, dass ich einmal Just-in-Time machen kann, während ich entwickle. Ja, dadurch bekomme ich sowas wie das Hot-Reload-Feature. Aber das Ahead-of-Time zu meiner letztendlich Ship-Phase benutzen kann. Das heißt, ich kompiliere es einmal ahead of time und ship es dann eben zu meinen Kunden und habe dann eben die schnelle, optimisierte Form, die wirklich Maschinencode für den Prozessor, für den ich es kompiliert habe. Ja. Dazu kommen wir dann eben zu einem Instant Startup. Und was ich noch habe, ich kann Dart nicht nur zu Maschinencode kompilieren, sondern ich kann Dart sogar zu JavaScript kompilieren. Das heißt, somit könnte ich auch Dart letztendlich mein Dartcode am Ende im Web laufen lassen als JavaScript-Code. Ja. Da kommt Dart natürlich her. Ja. Das war oder ist der große Vorteil, dass ich das einfach machen kann. Und das ist natürlich super. So ein paar Key Facts zur Startzeit. Es gibt so ein schönes GitHub-Repo, wo jemand verschiedene ja, Sprachen gegeneinander gemessen hat, wie schnell sie sind mit dem letztendlich gleichen Codebasis, wie lange es dauert, bis sie hochfahren. Ja. Wenn man da zum Beispiel Java anschaut, ja, eine, ich denke, die Sprache, die sehr bekannt ist, die braucht so ungefähr 40 Millisekunden. Node.js wären wir bei 33,9 Millisekunden, Python 30 Millisekunden. Falls jemand Ruby macht, da sind wir schon irgendwie bei der doppelten Zeit 62 Millisekunden. Und Dart schafft das Ganze genau die gleiche Anwendung in nur 12,8 Millisekunden. Ja. Also das ist schon. Wenn ich das vergleiche zu Python bei 30, ist es weniger als die Hälfte. Also da sieht man schon, dass sie sich viel Zeit genommen haben und in die Effizienz Zeit zu stecken und auch Entwicklungsarbeit zu stecken, was ihnen letztendlich am Ende auch funktioniert hat. Wenn man das Ganze noch ein bisschen under the hood anschaut, wie funktioniert das Ganze eben mit der Development Chain und der Product Tool Chain? Ich habe gesagt, okay, ich kann auf verschiedene Plattformen letztendlich Dart laufen lassen, also zum Beispiel ne, ARM32, ARM64, also ARM32 vielleicht für ein Embedded, ARM64 klassisch eben für unsere mobilen Devices heutzutage, aber eben auch x86, 64. Da sind wir eben quasi mit Dart Native unterwegs, wo ich eben letztendlich Dart dann am Ende nativ kompiliere, den Maschinencode dann eben auf meine Zielplattform ausliefere. Nebenbei habe ich eben noch das Web, wo ich halt dann Dart letztendlich nach JavaScript kompiliere und dann jeder Webbrowser heutzutage eben das verwenden kann. Das heißt, ich habe für alle vier Plattformen letztendlich sowohl einmal meinen JIT-Compiler, meinen IoT-Compiler, ja, das hat man gerade eben schon, um eben letztendlich Maschinencode ja, entwickeln lassen zu können und das Ganze dann eben zu deployen. Ja. Für die Webplattform ist es ähnlich, das heißt, auch dort habe ich in der Development Time eine Art JIT-Compiler, ja, das ist der Dart DevC und dann am Ende auch einen, ja, letztendlich Compiler, der das Ganze nach JavaScript transpiliert. Genau, so viel für so ein bisschen under the hood. Schauen wir uns doch mal die ersten Dinge im Hilfssystem an. Ich hatte es vorhin schon, es ist strongly typed, also es hat wirklich strenge Typen, ja, hat aber auch die Möglichkeit, flexibel zu sein. Es gibt einen sogenannten Typ, der nennt sich Dynamic, der dann wiederum alles sein könnte, ja,
Aber ich muss sagen, ist meine Variable entweder ein echter Typ, also String, Int, Number, whatever, oder eine eigene Klasse, die ich entwickelt habe, oder Dynamic. Ich kann es nicht offen lassen. Ich habe aber Type Inference. Das heißt, mein Compiler erkennt anhand der Zuweisung zur Variable, welcher Typ es ist. Also das klassische var oder let aus TypeScript, JavaScript oder auch anderen Sprachen kann ich hier auch verwenden. Das werden wir auch gleich sehen. Null Safety haben wir auch schon kurz angesprochen. Ja, Variables können eben nicht null sein, außer ich sage es Ihnen. Ich habe sowas wie Generics, ich habe Top-Level-Functions, aber auch Class-Functions, das gleiche eben für Variablen. Ich kann Variablen eben einfach Top-Level haben, also global oder eben zu einer Klasse. Sie haben kein Public Protected oder Private Keywords, die gibt es nicht in Dart. Wenn ich etwas Private machen will, dann benutze ich den Underscore eben an den Namen, das heißt Underscore und dann mein Name. Und das markiert mir einen Member Private zu der Library, in der er liegt. Ja. Das heißt, ich gebe ihn dann nicht weiter nach außen. Das so mal im Groben ein paar Stichpunkte zum Typsystem. Und ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt eben einfach mal so ein paar Beispiele an, wie denn Dartcode aussieht, was es da so gibt. Vielleicht auch dieses eine oder andere, was es in anderen Sprachen vielleicht nicht ganz so gibt. Und schauen uns dazu einfach mal etwas Code an. Klassisch, ich habe hier einfach mal eine CLI-Library vorbereitet. Klassisch ist halt einfach, ich habe mal irgendwo eine Main, ja, die bekommt irgendwelche Argumente. Und dann kann ich halt hier zum Beispiel ein Print Hello World machen. Wenn ich das Ganze mal laufen lasse, das heißt, VS Code hat auch eine super Unterstützung für Dart. Man sieht schon hier oben, hier läuft der Compiler los und der Debugger. Und auf der Debug-Konsole bekomme ich dann eben mein Hello World ausgeprintet. Das wäre jetzt halt klassisch eine globale Funktion. Ich kann da mehrere Funktionen machen. Ich habe natürlich an einer Stelle irgendwo eine Main. Das ist klassisch wie bei allen anderen. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Hier mal zum Beispiel eine Klasse Patient. Das heißt, ich kann mir eine Klasse ganz normal wie in fast allen anderen Sprachen, die objektorientiert sind, anlegen. Also Class, Name. Und jetzt komme ich eben schon ein paar zu so Feinheiten. Also ich habe var zum Beispiel für eben die Type Inference. Das heißt, hier wäre jetzt First Name automatisch ein String. Das erkennt er auch sofort. Also mein IntelliSense, wenn ich drüber habe, erkennt es sofort, weil ich eben einen String zuweise. Dadurch, dass jetzt First Name ein Underscore hat, ist das Ganze private. Und ich kann jetzt zum Beispiel First Name nicht von außen setzen. Ja. Ich habe jetzt noch einen Last Name, der wäre jetzt zum Beispiel public, den kann ich einfach setzen und auslesen automatisch von außen. Der wäre jetzt zum Beispiel auch nullable, ja. Also String Fragezeichen würde bedeuten, okay, dieses ist eben auch nullable, deswegen muss ich ihm auch noch nichts zuweisen. Wenn ich jetzt das Ganze wegnehmen würde, würde er sagen, oh, Moment, du hast hier ein non-nullable Feld, Last Name, das nicht initialisiert wird. Also bitte tu irgendetwas, weil sonst kann ich nicht kompilieren. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Ich kann aber, wenn ich sage, okay, ich habe etwas, was nicht null ist, aber ich nicht zur Konstruktorzeit letztendlich zuweise, gibt es noch das sogenannte late Keyword. Das bedeutet, okay, lieber Compiler, glaub mir, ich mache es richtig. Es wird später gesetzt und es wird nie null sein, wenn ich zugreife. Ja? Das heißt, so kann ich dieses auch ein bisschen umgehen. Ist natürlich gefährlich, weil es kann zu irgendeiner Zeit sein, dass ich zugreife und es noch nicht zugewiesen ist. Das heißt, das sollte ich auch wirklich nur verwenden, wenn ich weiß, was ich tue. Ja. Dynamic hat man auch schon gerade angesprochen. Das kann halt einfach alles sein. Ja. Klassischer Konstruktor hier zum Beispiel. Ich kann im Konstruktor zum Beispiel auch gleich im Parameter angeben, welches Feld denn dann initialisiert werden soll. Ja, das kann ich mit diesem this-Punkt und dann eben der Name. Das heißt, der erste Parameter würde eben dann dem First Name zugewiesen. Ich kann aber auch klassisch einen Konstruktor schreiben, wo ich die verschiedenen Parameter zuweise. Ja, auch das geht. Ich habe sowas wie Getter und Setter, ja, also sowas wie String Get. In dem Fall habe ich es jetzt als First Name gemacht. Ja, jammert der Analyzer schon und sagt, ja, bevor du sowas machst, dann mach doch lieber First Name Public, ja, bevor du hier jetzt irgendwie die Sachen kapselst, denn das ist nicht der Sinn der Sache. Aber für andere Sachen brauche ich vielleicht auch mal einen Getter oder auch einen Setter. Das heißt, die beiden Sachen habe ich. Ich kann Funktionen haben, sieht man hier, String, Fullname, ganz klassisch, wie halt so eine Funktion aufgebaut ist.
und kann dann eben mein String zurückwägen. Ich habe auch so etwas wie String Interpolation. Also ich kann hier eben auch sagen, ein String. Mit dem Dollar kann ich dann eben auch verschiedene Member-Variablen zugreifen und kann so eben auch die Sachen direkt im String verwenden und das zuweisen. Was ich auch sehr schön finde, was da direkt mitbringt, sind sogenannte Factories. Das heißt, ich kann eine Factory-Methode an einer Klasse packen und habe dann eben sowas wie Factory, Patient und dann gebe ich einen Namen meiner Factory, was eigentlich nur eine Methode ist und kann dann dort hier drin eben sagen, okay, was soll passieren? Wie soll letztendlich dann etwas zurückgegeben werden? Das finde ich ziemlich cool. Ich bin ein großer Fan von Factories, weil es oftmals sehr hilfreich ist, A für Testability, aber auch für Verwendbarkeit innerhalb einer Codebase. Und da bringt es dieses Konstrukt einfach schon in ihrer Sprache mit. Das finde ich ziemlich intelligent. Ja, ich habe Enums, ich habe Listen, Generics, ich kann verschiedene Arrays als Liste zurückgeben. Es gibt sowas wie Sets. Eben ein Set kann immer nur genau eins von dem gleichen Typ in sich haben. Ich habe sowas wie Maps, wo eben, ne, wie zum Beispiel ein Map von Int nach String, das heißt 1 BMW, 2 Audi, 3 Volkswagen und. Cascades, das hatten wir vorhin schon angesprochen, was ich eben ganz schön finde. Das heißt, ich kann mit diesem Punkt, während ich letztendlich etwas erzeuge, noch Member verändern und setzen, ohne immer wieder den Variablennamen zu verwenden. Ja. Klassisch wäre so etwas wie, was weggemacht, hier unten, patient.lastname ist gleich ... Dann patient.age ist gleich zack, zack, zack. Und so weiter und so weiter. Mit den Cascades kann ich sagen, okay, ich erzeuge meinen Patient, mache dann ... lastname ist gleich lastname, age ist gleich age, anything ist gleich anything. Ja. Und kann so eben schöner die Zuweisungen machen, die ich machen muss und muss nicht immer wieder, ja, patient.ist gleich patient.ist gleich patient.ist gleich, sondern ich mache das Ganze eben in einem Fluss, in einem letztendlich Statement und kann trotzdem die Zuweisungen setzen, die ich brauche. Finde ich relativ schön. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man mal drin ist, ist es meiner Meinung nach deutlich leserlicher und deutlich effizienter, wie eben diese einzelnen Zuweisungen. Ich habe auch sowas wie Extension Methods, das heißt, ich kann auch Funktionen zu Typen hinzufügen, ohne diesen Typ ändern zu müssen. Ja. Das heißt, hier zum Beispiel eine Extension Method auf den Typ String, den ich ja normalerweise nicht ändern kann, weil er kommt mit der Sprache mit. Die Extension Method bekommt normalerweise eben einen Namen, dann kann ich meine Funktion reinschreiben, in dem Fall eben mache ich ein ParseInt. Sagt dann, okay, dann mache ich eben ein Parse auf den String, auf dem ich die Extension-Methode aufrufe. Und wie sieht das Ganze aus? Ich kann dann eben sagen, 42 zum Beispiel, int, Punkt, parsed int. Ja, und dann wird diese Funktion aufgerufen. This ist dann 42 und ich kriege das nur rein. Ja. Auch das super, eben, um Erweiterungen hinzufügen zu können, sehr losgelöst von den Dingen, die ich habe. Auch das finde ich super, dass das einfach mit der Sprache schon mitkommt. Zu guter Letzt, was ich noch vorstellen will, ist Mix-Ins, denn das ist auch etwas, was ich, darunter haben wir noch die Generators, was ich vorher noch nicht kannte oder keine andere Sprache kenne, die das hat. Falls es jemand kennt, sagt Bescheid. Mix-Ins sind quasi eine Art Interface, so könnte man es am ehesten vergleichen, aber mit Logik. Denn das Problem ist ja normalerweise, wenn ich Hierarchien habe, kann ich immer nur eine Vererbung haben. Auch das ist in Dart klassisch. Dart kann immer nur eine Superklasse haben. Ich kann nicht, habe keine Multivererbung. Ich kann nicht von mehreren Klassen gleichzeitig erben. Ich kann nur von einer erben. Wenn ich jetzt aber Behavior habe, dass ich mehreren geben möchte und auch mehrere Behaviors zusammenpacken möchte, normalerweise macht man das mit Interfaces, ja, aber dann muss ich die Implementierung immer wieder selber machen. Mit Mixins kann ich es quasi wie eine Vererbung machen, aber ich bekomme quasi nur die Entwicklung mit. Ja? Also ich bekomme quasi das, was ich entwickelt habe, mit, ohne wirklich eine Vererbung zu haben und kann dann auch mehrere Mix-Ins an eine Klasse hinzupacken. Ja? Das heißt, sieht aus ein bisschen wie eine Klasse, so ein Mix-In. Ja? Also ich habe hier ein Mix-In-Address, kann hier Member dazu schreiben, kann Funktionen, Getter dazu schreiben, wie ich es kenne. Ja?
wie von einer Klasse. Und dann kann ich eine Klasse haben und anstelle von einer Vererbung kommt hier dieses with und dann kommt address. Und da könnte ich jetzt mehrere Mixins dazu schreiben, ja, und kann die dann verwenden. Und jetzt hätte mein User, ja, eben auch sowas wie eine Street, ja, obwohl ich ihm es hier nie weiß, weil er bekommt das Mixin einfach mit dazu. Ja. Ohne, dass es eine echte Vererbungshierarchie ist. Und das finde ich super, weil ich bin kein großer Fan von Vererbung. Ja. Und jetzt gibt es eine Sprache, die mir ein Feature liefert, von dieser Vererbung wegzukommen, aber trotzdem Logik teilen zu können und wiederverwenden zu können. Und das finde ich einfach extrem mächtig und super. Und da haben sich die Leute wirklich mal Gedanken gemacht. Genau, zu guter Letzt, Generators. Das heißt, ich habe sowas wie ein Iterable, jetzt hier keine List, ja, wo ich sage, okay, ich gebe verschiedene User zurück und kann mit dem Yield, ja, jetzt eben verschiedene mehrere Sachen generieren. Ja. Das in dem Fall ist das Sync, ja, also es ist synchron, das heißt, er gibt die alle auf einmal zurück. Ich könnte das Ganze auch asynchron machen, ja, da kommen wir später noch dazu. Das heißt, er würde das Stück für Stück immer wieder, wenn einer generiert ist, dann eben weiterreichen. Ja. Auch das finde ich sehr hilfreich, weil ich so gewisse Dinge auch aufteilen kann oder eben auch mal so einen kompletten Balk eben hier generieren kann. So mal ein paar Dinge zu Dart und was es denn so alles mit sich bringt. Vor allem Mixins, ich denke, das ist so mit eines der größten Neuerungen, die ich zumindest bei noch kein anderer Sprache gesehen habe. Gut. Dann schauen wir noch mal kurz auf die Slides, denn der nächste Punkt, da sind wir auch gerade schon fast stehen geblieben, ist asynchrone Programmierung. Dart benutzt da drei verschiedene Sachen, oder besser gesagt vier, also Async Await, aber Async Await wird meistens eben mit Futures und Streams verwendet. Und es gibt sogenannte Isolates. Also ein Future und ein Stream sind letztendlich Objekte, die genutzt werden, um ja, Values, die in Zukunft irgendwann bereitstehen, darzustellen. Ja? Und mit dem Await-Keyword kann ich dann eben auf solche erwarten, aber ein Await kann ich nur in einer asynchronen Funktion benutzen. Warum mache ich das Ganze? Weil natürlich die Idee dabei ist, dass dafür auch die UI-Entwicklung verwendet wird und mein UI-Thread sollte ja nie blockieren. Ja? Also ich sollte eigentlich immer eine interaktive UI haben, auch wenn ich im Hintergrund Dinge tue. Ja? Und genau das kann ich eben machen. Ich kann im Hintergrund zum Beispiel Lesen, Schreiboperationen haben, ohne die UI blockieren zu können, mit asynchroner Einführung. Und dann bringt sie noch die Isolates mit. Ja, und ein Isolate ist, kann man ein bisschen vergleichen mit einem Thread oder einem Process in anderen Programmiersprachen. Ja. Aber, ja, ganz wichtig, es hat seinen eigenen Memory Heap. Ja. Das heißt, ich habe hier nicht das Problem wie mit einem Thread oder einem Process, dass ich einen Shared Memory habe und muss dann eben mit Mutexes oder Logs hantieren, was dann oftmals zu ja, anderen Fehlern, Problemen führt. All das habe ich hier nicht. Ja. Ein Isolate ist wirklich komplett isoliert, deswegen vielleicht auch der Name Isolate. Und ich kann dort hantieren, wie ich will. Und dann bekomme ich das Ganze irgendwann wieder zurück. Ja. Und das Ganze läuft wirklich auf einem eigenen Thread und einem eigenen Prozess. Das heißt, ich kann so wirklich Multiprozessor-Architekturen ausnutzen und parallel mehrere Dinge gleichzeitig ausführen. Und wirklich komplett parallel. Inside so einem Isolate, da läuft dann letztendlich ein Thread, ja, mit einer Event Loop. Und wir haben es gerade schon gesehen, die Main macht nichts anderes als ein Isolate starten, da läuft dann alles und das war's. Ja. Und da eben unsere meisten mobilen Geräte oder allgemein unsere meisten Prozessoren oder Geräte, die wir heutzutage haben, eben mehrere Cores haben, ist eben so ein Isolate extrem hilfreich, um dann eben Last eben auf mehrere Cores zu spreaden, am Ende wieder zusammenzuführen und dann kann ich weiter. Auch da wollen wir mal kurz reinschauen, wie das Ganze ausschaut. Da schauen wir uns mal den Vergleich an. Als erstes eben mal so die synchrone Programmierung. Mal ein File lesen, ein bisschen auswerten und das war's. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen Read-Sync mache, ich möchte ein File lesen, wie tue ich das Ganze? Ich brauche einen File-Path. Ja. Sage ich, brauche das File und dann gibt es ein Read-as-String-Sync. Das heißt, er macht es wirklich Blocking. Ja. Das heißt, er wartet, bis alles gelesen ist. Erst dann geht es weiter. Er macht in der Zwischenzeit nichts anders. Print dann noch den Content und am Ende, das ist aber wirklich jetzt nur ein bisschen was ausgeben zu können, machen wir einen JSON-Decode und schauen nochmal, wie viel solche JSON-Keys denn da drin liegen.
Das war es auch. Das ist so klassisches Sync. Ja? Das heißt, ich habe nirgendwo ein Async dran, ich habe nirgendwo ein Await, klassisch Blocking, ich mache eins nach dem anderen und das war's dann. Wenn ich mir das Ganze anschaue, wie das Ganze asynchron aussieht, das ist sehr ähnlich, aber ein bisschen anders. Ja, als erstes habe ich jetzt schon mal asynchrone Funktionen. Ja? Die liefern jetzt nicht mehr den eigentlichen Wert zurück, sondern jetzt liefern sie jeweils ein Future zurück, das einen gewissen Wert zurückliefert. Zum Beispiel, vorher war es eine Void-Funktion, jetzt ist es eine Future-Void-Funktion. Vorher war es eine String-Funktion, jetzt ist es eine Future-String-Funktion. Das heißt, es ist asynchron, wir wissen nicht, wann dieser String kommt, er kommt irgendwann in der Zukunft. So, jetzt kann ich eben in einer Async-Funktion ein Await haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, FileData, Await, ReadFileSync. Das heißt, es würde bedeuten, ich warte darauf, bis ich das gelesen habe, erst dann laufe ich weiter. Aber in der Zwischenzeit kann der Dart-VM machen, was sie will. Vielleicht hat sie ja andere Dinge, vielleicht muss sie gerade irgendwie die UI neu painten oder. Wenn ich das Await nicht machen würde, würde die Funktion durchlaufen und sobald das zurückkommt, dann das eben ausführen. Ja. Das will man meistens nicht, deswegen arbeitet meistens halt mit dem Await. Ähnlich hier unten, jetzt benutze ich nicht mehr die Read as String Sync, sondern die Read as String, die asynchron ist normalerweise. Und auch hier brauche ich wieder mein Await. Das war's schon, liefern beide exakt das gleiche Ergebnis, nur jetzt habe ich etwas Non-Blocking. Während ich eben beim vorherigen ein klassisches Blocking, ja, wirklich synchron eins nach dem anderen durchgehe. Und jetzt könnte ich das Ganze auch noch eben in ein Isolate auslagern. Ja, ich meine, ich denke, das hier, wenn man mit Async Await ein bisschen vertraut ist, ist das sehr gängig. Ja, ansonsten bin ich der Meinung, kommt man das sehr, sehr schnell rein. Also, letztendlich sind es drei Keywords, die ich brauche, Future, Async and Await und that's it. Isolate ist dann schon ein bisschen mehr, weil jetzt muss ich mir letztendlich ein Isolate aufbauen. Dort lasse ich alles abarbeiten und dann muss ich das auch wieder zurückgeben können. In dem Fall braucht man sogenannte Ports. Das heißt, das ist die Kommunikationsschnittstelle zwischen zwei Isolates. Das heißt, ich brauche hier einen Receiver-Port. Ich spawn dann ein Isolate auf. Ich will natürlich warten, bis das Ganze fertig ist, das Isolate, ja, um dann das Ergebnis zu bekommen. Ja. Sag, in dem Isolate möchte ich bitte die Funktion ReadFileAsync ausführen. Das heißt, in meinem neuen Thread sozusagen führe ich eine Funktion aus, können noch mehrere sein, ja? Oder eine große, die halt wieder andere ausführt. Ja? Und ich habe einen Port, mit dem du kommunizieren kannst, zum Beispiel, dass du fertig bist oder aber auch Daten austauschen, solche Sachen. Ja? Jetzt musste ich natürlich meine ReadFileAsync ein bisschen anfassen. Das Future bleibt gleich, aber sie bekommen jetzt einen Send-Port. Und am Ende habe ich jetzt ein Isolate Exit, anstatt an der Stelle ein Return, ja, und liefere eben auf dem Sendport den Content zurück, ja, den ich vorher Return habe, den liefere ich jetzt auf dem Port zurück. Und dann kann ich jetzt eben am Ende sagen, okay, auf dem Port, ja, schaue ich nach, wenn da kommt das erste, weil da könnten auch mehrere Sachen zurückkommen, ja, ich will aber eigentlich nur eins, das reicht mir jetzt in dem Fall. Das erste Element will ich, das soll ein String sein. Standardmäßig ist das nämlich Dynamic. Ja. Und dann kann ich alles wieder abhandeln. Ja. Das heißt, jetzt hätte ich das File lesen, um den Content zu bekommen, auf einem eigenen Thread-Process. Das heißt, wenn ich Multicore habe, würde das auf einem eigenen Core laufen. Und dann kommt das Ganze wieder zurück. That's it. Also letztendlich schon so wirklich ein bisschen die Brechstange. Das heißt, das würde ich eher verwenden, wenn ich wirklich weiß, ich habe eine heavy Kalkulation, die ich wirklich auf einem, wo ich wirklich spreaden will auf mehrere Cores oder sowas, dann benutze ich ein Isolate. Ansonsten macht man das eher selten, weil Dart einfach performant genug ist. Und mit Async Await und Futures kann ich das meiste abhandeln. Ja, wir haben noch ein drittes, und nämlich die Streams. Und auch die sind relativ schön. Wir machen jetzt hier zum Beispiel mal, kreieren wir uns einen Stream, ja, und ich habe hier jetzt auch, okay, ich gebe einfach mal die Zahlen 1, 2, 3, 4 bis 10 zurück und das Ganze asynchron. Ich könnte jetzt hier auch noch ein bisschen ein Delay reinbauen, also können sagen, okay, jetzt warten wir hier mal noch 2 Sekunden. Ja. Das würde zum Beispiel funktionieren. Oder ich muss zum Beispiel aus einer Datenbank lesen, dann dauert das ein bisschen länger. Ne? Kann hier dann eben so einen sogenannten Stream anstelle eines Iterables, was wir vorher gesehen haben, das wäre der Sync. Async ist es ein Stream, das heißt einfach, es ist eine Liste an Ints, die kommt. Hier kann ich dann letztendlich meinen Stream
benutzen. Das heißt, wie verwende ich einen Stream? Das heißt, ich kann hier sagen, ich reiche einen Stream rein. Ja. Und jetzt gibt es zum Beispiel sowas wie ein Await For. Das ist wie eine For Loop, nur läuft die auf einem Stream und wird immer ausgeführt, wenn das nächste Element in dem Stream kommt. Ja, weil ich weiß ja nicht, wann es kommt. Es kann nach 5 Sekunden, nach 10 Sekunden, nach sofort kommen. Ich weiß es nicht und deswegen ist es ein Await For. Ja. Und letztendlich kalkuliere ich mir hier jetzt die Summe. That's it. Ja. Und habe letztendlich eine klassische Vorschleife, ne? Value in Stream. Und wie kann ich das Ganze dann verwenden, wenn ich das Ganze anschaue? Das heißt, ich generiere mir erst so einen Stream, dann benutze ich den Stream, habe hier wieder ein Await und am Ende printe ich die Summe aus. That's it. Ja. Also da verwende ich wieder den Async und Await zusammen mit einem Stream und im Future und kann mir so relativ schön ja, dynamisch Listen zusammenbauen oder verwenden, die vielleicht Stück für Stück kommen. Ne? Auch das finde ich relativ angenehm mit den Streams, weil auch das oftmals sehr hilfreich ist, vor allem wenn ich irgendwie auf Datenbanken zugreife, Netzwerk-Traffic habe oder solche Sachen. Da weiß ich nicht, wann die Dinge kommen, kann aber trotzdem handhaben, eben wie als wäre es eine klassische Liste. Ja? Meine Programmierung schaut aus, wie wäre es eine klassische Liste, aber letztendlich steckt dahinter etwas Asynchrones, wo ich nicht weiß, wann es kommt. So viel in der Kürze zur asynchronen Programmierung. Genau, dadurch, dass da der Cross-Plattform ist, brauche ich manchmal vielleicht aber auch den nativen Zugriff auf gewisse APIs, die vielleicht noch nicht da sind oder ich brauche wirklich High-Performance, die ich gerne wirklich komplett nativ laufen lassen will oder ich habe schon C-Libraries, die ich wiederverwenden will oder JavaScript-Libraries, die ich wiederverwenden will, dann kann ich das verwenden. Es gibt letztendlich genau diese zwei Möglichkeiten, einmal Native und JavaScript. Von Native benutzt man ein Package, das nennt sich .ffi. FFI steht für Foreign Function Interface. Das ist etwas, was viele Sprachen mittlerweile unterstützen oder implementieren. Nicht alle, aber doch einige. Es supports eben oder unterstützt eben das Aufrufen von APIs, also Methoden, aber auch sowas wie Lese, Schreibe, Allokation, Deallokation von nativen Memory. Und bei JavaScript, da kann ich eben JavaScript-APIs aufrufen. Da benutze ich das Package.js-Library. Das schauen wir uns jetzt nicht genau an. Aber zu dem C-Library, da schauen wir uns mal ein kleines Beispiel an. Genau. Auch hier habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier mal eine C-Library eben gebaut. Relativ simpel. Ich habe hier eine Main, die nichts anderes macht als ein Hello World aufrufen. Das Hello World macht nichts anderes als ein printf, hello world from the C-World. Ja. Der Header-File hat einfach nur die Funktion. Daher habe ich CMake und das war es eigentlich. Ja. Mehr habe ich nicht. Also wirklich klein gehalten, um das Ganze eben einfach auch mal schnell durch zu existieren können. Ich bin jetzt quasi schon in dem Folder. Das heißt, was muss ich als erstes mal machen? Ich muss irgendwie erstmal CMake ausrufen, dass er hier schon mal die ganzen Sachen macht. Dann muss ich das Ganze natürlich kompilieren. Make. Ja. Das heißt, jetzt baut er das Ganze und jetzt lassen wir das Ganze erstmal laufen und dann schauen wir uns in der danach an. Das heißt, ich rufe jetzt hier mal die Interop auf. Wenn wir uns gleich die Funktion anschauen, lasst das Ganze laufen und werden sehen, er ruft erst Hello World auf und dann eben das Hello World from the C-World. Das heißt, das ist jetzt schon wirklich einfach der Native Code, der C-Code ausgeführt, den ich dann darstelle. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Letztendlich muss ich das Ganze eben letztendlich ein bisschen anpassen. Ich muss als erstes mal sagen, okay, welche Funktionen habe ich denn hier? Ich will hier einmal die Hello World Function, das ist quasi die, wie sie in der C-World heißt, und einmal, wie ich sie dann bei mir haben will, die Hello World. Ja. Dann die Interop, die haben wir gerade aufgerufen. Dann brauche ich erstmal die Library. Wir sehen jetzt schon hier den Unterschied zwischen Linux, Mac und Windows. Das heißt, je nachdem, welche Plattform ich bin, hat meine Library auch eine andere Endung, aber ich unterstütze alle. Das heißt, ich kann es wirklich cross-Plattform ausführen, muss halt dann nur schauen, dass ich die richtige Library auch mit deploy. Ja. Dann öffne ich letztendlich die Library. Ja. Das heißt, dass so eine Dynamic Library kann ich dann öffnen. Ja, ich habe meinen Path, die wird dann geöffnet und in der Library sage ich dann, okay, da gibt es jetzt eine native Funktion, die ist diese Hello World Funktion und die heißt Hello World
Und die hätte ich jetzt gern als Funktion, und zwar vom Typ Hello World, also eine Void-Funktion. Ja, und ich nenne sie Hello. Und danach rufe ich Hello einfach auf. That's it. Also so simpel ist es schon. Ja. Natürlich, der Teufel steckt immer im Detail. Ja. Aber das ist es schon. Ich kann Parameter reinreichen. Ich bekomme Ergebnisse raus, wenn ich was brauche. Beispiel zum Beispiel, wir entwickeln eine Flutter-App, wo ja Dart verwendet wird, wo wir genau das tun. Wir haben einen C-Algorithmus, den füttern wir mit Daten, er gibt uns Daten zurück und that's it. Ja. Und genau dort verwendet man das FFI. Ich habe eine Library, die wird einfach kompiliert nativ und dann kann ich sie anstoßen aus Dart heraus und muss das Ganze nicht nochmal in Dart neu implementieren, sondern kann einfach bestehende Sachen verwenden, die es schon da sind. Ja. Und that's it. Ja, und man sieht, es ist nicht irgendwie ein großes Hexenwerk, das sind ein paar Zeilen Code und schon kann ich meine native Anwendung wiederverwenden. So viel dazu. So. Genau, als nächstes, wie gesagt, es gibt schon ein relativ großes Ökosystem an Packages. Packages sind einfach letztendlich, ja, Pakete, Dart-Libraries, die jeder veröffentlichen kann. Google hat natürlich ein riesiges Subset an Packages, die schon veröffentlicht sind, aber jeder kann das. Stand gestern waren es 29.813 Pakete, die schon in diesem Ökosystem sind, also schon eine ganze Hausnummer. Wenn ich etwas publishen will, ist, okay, ich brauche einen Google-Account, aber that's it, mehr brauche ich nicht. Ja. Aber Vorsicht, wenn ich etwas publish, es ist für immer, denn Google will nicht, dass ich dann irgendwie mein Paket zurückziehe und dann irgendjemand anders dependet aber darauf und dann brechen alle anderen Dinge. Deswegen, es ist für immer, es gibt ganz wenige Ausnahmen und das sind eher so Ausnahmen wie, okay, man verstößt irgendwie gegen irgendwelche Terms and Policies oder verstößt irgendwie gegen Copyright oder. Dann geht das, aber das wird meistens vorher schon geprüft und deswegen ist eigentlich so dieses Rausnehmen fast nicht möglich. So, und eben für den Packages gibt es hier eben letztendlich ein pub.dev. Das ist letztendlich das große Packages, ja, Sammelsurium. Und man kann hier einfach mal suchen, so mal nach Publisher. Ja, weil das ist zum Beispiel einer, den ich entwickelt habe. Ja, sieht man hier auch, das ist zum Beispiel von Metapark. Das ist ein Paket, das ich veröffentlicht habe. Man sieht hier auch dann so ein bisschen Changelog, Examples, wie installiere ich das Ganze, was für Versionen gibt es. Sie berechnen auch so Scores, ja, also supporte ich die Conventions, provided man Documentation, wie ist die Plattform Support. Dadurch, dass das jetzt nicht für alle Plattformen Support ist, ist es ein bisschen weniger. Aber sehe schon, statische Analyse müsste ich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Aber jeder kann das letztendlich machen. Jetzt suchen wir mal noch was anderem. Wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche zum Beispiel irgendwas ich brauche GUIDs, dann kann ich danach suchen. Ja, und schon finde ich hier irgendwie zig Dinge, die mir helfen. Ich habe hier immer ein bisschen so Pub Points und Likes und Popularity, wo mir hilft, verschiedene Sachen auch herauszufinden, welche sind denn vielleicht besser, öfters verwendet. Ich kann nach Plattformen sortieren, was für eine Unterstützung brauche ich denn. Und so kann ich mir das ein bisschen raussuchen. Und letztendlich ist aber auch jedes Dart oder auch Flutter-Projekt wieder ein Package. Denn ich habe hier so eine Pub-Spec-YAML. Ja, dort ist letztendlich mein Package definiert. Ja, also ich habe einen Namen. Das wäre genau der Name, der dann erscheinen würde. Eine Description, Version. Ich gebe hier auch an, unter welches Environment ich laufe. Ja, also ich brauche zum Beispiel hier jetzt für meins. Ich sage, okay, ich will Minimum die Dart-Version 2.16. Das Projekt ist relativ neu. Ich kann aber auch sagen, okay, ich unterstütze aber auch eins irgendwas. Dann habe ich aber halt kein Null, Sound Safety und. Dann kommen die Dependencies, die ich für Production brauche und Dev Dependencies. So, Dependencies kann ich relativ einfach auch neu hinzufügen. Dafür gibt es dieses Tab Pub und kann dann sagen Add und zum Beispiel UUID. Ja, das heißt, er installiert mir jetzt für mein Paket das UUID dazu, ja, nimm die neueste Version, installiere das Ganze und that's it. Ja.
Ich habe auch sowas Schönes wie ein, na, zeigen wir mal noch ein bisschen analysiert. Ups, falscher Klick. Ich kann auch schauen, okay, welche sind denn zum Beispiel outdated. Auch das bringt es mit. Auch das ist relativ hilfreich, weil ich will ja normalerweise immer schauen, dass ich auf den neuesten Versionen bin und eben nicht outdated. Ich habe jetzt hier extra mal ein paar outdated gelassen. Zum Beispiel meine Direct Dependencies, also meine wirklichen Produktiv-Dependencies, da ist keine outdated. Ja, die sind alle up-to-date. Aber zum Beispiel bei den Dev-Dependencies, ja, da kann ich zum Beispiel Lins, was der Analyzer ist, und Test nochmal hochziehen. Und dann sehe ich aber auch, okay, was für transitive Dependencies sind denn nicht up-to-date. Ja, also auch die Dependencies, auf denen andere ja, Packages referenzieren, sind dort zum Beispiel welche dabei, die sehr outdated sind. Auch das ist relativ schön, weil so kann ich sehen, okay, versteckt sich dann irgendwo eine sehr outdated Library, wo vielleicht Security Issues drin sind. Man kann das Ganze bei mir eben nachschauen. So viel eigentlich zu Packages. Es ist relativ simpel, sich Packages anzusuchen. Man muss halt sich die richtigen raussuchen. Füge hinzu, wenn ich jetzt meins zum Beispiel veröffentlichen will, gibt es auch wieder eine Möglichkeit. Ich muss das aber wirklich explizit tun, anderen wird jetzt mein Package nicht einfach veröffentlicht. Das passiert nicht. Genau, dann noch kurz ein bisschen was zu DevTools, weil wir gesagt haben, die DevTools sind ziemlich umfangreich. Vor allem Hot Reload wollen wir uns anschauen, aber auch Debugger, Locking Views dabei, haben wir gerade schon gesehen. Ich kann aber auch schauen, okay, wie groß ist meine App? Ich habe ein CPU Profiling, Memory View, Network View, Performance View, Formatter, also ich kann automatisch formatieren lassen, ich kann es auch überprüfen in meiner CI/CD-Pipeline. Das gleiche mit dem Analyzer. Das Schöne ist, der Analyzer, das seht ihr ja nicht gerade schon die ganze Zeit, der läuft die ganze Zeit im Hintergrund, ja. Wenn ich halt, wir hatten es vorhin beim Patient, ja, hier sagt der Analyzer, ey, da passt was nicht. Wenn ich auf die Probleme gehe, dann, na, okay, Filter, dann zeigt er mir auch alle an. Also auch die IDE-Unterstützung jetzt zum Beispiel mit VS Code ist extrem groß. Also ich sehe sofort, okay, was ist hier das Problem, kann hinspringen, kann das Ganze dann eben auch ausbessern, kann sagen, okay, was soll ich denn hier machen? Okay, ich schmeiße zum Beispiel weg, weil die ist unused, ja, oder. Also das IntelliSense, das Fixing, extrem hilfreich. Was wir uns jetzt aber eigentlich anschauen wollten, ist mal das Hot Reload. Dafür haben wir mal so einen extrem simplen HTTP-Server, ja, der macht nichts anderes als irgendwie auf Localhost 8080 hören. Und wenn ich aufrufe, dann gibt er ein OK zurück mit, ja, du hast die URL aufgerufen. Jetzt nichts Großes. Wir starten den Ganzen mal natürlich in hier innen. Das heißt, wir geben erstmal Hello World aus und dann läuft im Hintergrund unser Webservice und der bleibt dann auch laufen, ne, weil so ein Webservice läuft ja und beendet sich nicht einfach. Dadurch ist das Ganze auch async, das läuft im Hintergrund die ganze Zeit. So, jetzt haben wir das gelauncht. Schauen wir mal, dass wir das hier auf Seite machen. Webserver, genau, jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Request for, ich habe nichts aufgerufen, wenn ich hier mir noch irgendwie Tests angebe, okay, Request for Test. Das heißt wirklich simpel. So, und jetzt haben wir das Ganze am Laufen, es läuft immer noch, wir sind immer noch im Debugging-Modus. Und jetzt kann ich sagen, aber ich will das for wegschmeißen, schmeiße das weg, mache ein Save und refresh jetzt mal die Seite und zack, ist diese Änderung auch da, ohne dass ich neu kompilieren muss. Und das ist halt ein mega effektives Feature von Dart, dass ich das tun kann. Im Hintergrund, dadurch, dass sie JIT-Compiling machen, wissen sie, okay, dieses File hat sich geändert, ich muss das neu kompilieren, nur diese Änderung wird neu kompiliert. Das Ganze läuft weiterhin, ja, und das ist halt sehr, sehr effektiv. Klar, ich kann Debugging halt machen, ja, wenn ich hier einfach mal einen Debug-Point mache, rufe das Ganze wieder auf. Dann bleibe ich hier auch stehen. Ich habe hier die Locals natürlich, die ich anschauen kann, den Request. Ich kann, machen wir das Ganze wieder groß. Ich kann drüber hovern, sehe, okay, was haben die ganzen für Werte. Ich sehe meinen Callstack. Ich kann Breakpoints auch parametrisieren und sagen, sie sollen nur anhalten, wenn das und das und das passiert. Also ich habe wirklich das komplette Debugging-Tooling, wie ich es von jeder anderen Sprache kenne. Das ist einfach da. Kann jetzt durchsteppen. Ja, genau.
das ist einfach, wo ich sage, okay, die Dev-Tools, die sind ausgereift. Ja. Und das Hot Reload ist meiner Meinung nach mit so der, das Burner-Feature einfach. Ja. Das kenne ich eigentlich von keiner anderen Sprache. Ja. Genau. Bei der anderen würde ich jetzt weniger reingehen, wenn man sie braucht und aufgrund der Zeit auch schon etwas. Eine Kleinigkeit will ich noch schauen, anzeigen, denn das ist so ein bisschen nice to have. Man muss es nicht unbedingt haben, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz cool. Ich kann Dart nämlich auch als eine Alternative für Bash oder Shell-Skripte benutzen. Das ist ziemlich geil, weil so ein Bash und Shell ist noch manchmal nicht ganz so nice zu lesen. Aber Dart ist halt eine klassische Programmiersprache. Ich kann auch funktional schreiben. Ist deutlich, meiner Meinung nach, deutlich schöner zu lesen. Was muss ich dafür tun? Es gibt verschiedene Packages, die das so ein bisschen unterstützen. Ich würde sagen, so das bekannteste oder größte ist DCLI. Und ich kann nämlich Dart-Packages auch global aktivieren. Und dann kann ich die letztendlich einfach aufrufen. Ja? Und alles, was in diesem Dart-Package ist, wird dann eben aufgerufen. Ja? Das heißt, wie als wenn ich mir irgendeine andere Anwendung installiere, kann ich die dann halt wie Git zum Beispiel auf meiner Kommandozeile aufrufen. Ja, und das habe ich schon gemacht. Ich habe so einen Tart pub global activate DCLI ausgeführt, habe DCLI noch installiert, weil die machen noch ein bisschen Magic dazu. Normalerweise reicht das pub global activate. Wenn ich dann einen File haben möchte, brauche ich eben so einen Shebang. Ja, anstelle von jetzt irgendwie Bash benutze ich jetzt eben userbin-env DCLI. Muss das Ganze noch ausführbar machen und dann kann ich mein Skript einfach ausführen. Einfach mit, wie ich halt ein Bash-Skript auch ausführe, kann ich es einfach ausführen. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Ja, man sieht zum Beispiel im Terminal, ja, DCLI, das erkennt er dann auch automatisch. Das ist zum Beispiel das Aktivierte. Ich habe aber auch den Publisher zum Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, mein Package, das habe ich auch public aktiviert. Und kann dann solche Sachen machen. Das heißt, ich kann kleine Kommandozeilen-Tools in Dart schreiben und kann die dann global aktivieren und dann kann ich die so aufrufen. Und DCLI macht nichts anders. Und jetzt habe ich hier mal ein Skript geschrieben. Ja, ich packe hier so ein userbin-env mein Shebang rein, habe dann eine Main und zum Beispiel ruft dann Hello World auf. Ja, dann kann ich das machen. Dann mache ich mal Examples. Ja. Dann führt er es halt einfach aus. Aber ich kann das Ganze natürlich auch ein bisschen extendeder machen. Ja. Ich kann auch wirklich Imports mir anlegen. Das heißt, ich kann dieses Read-File, was wir vorhin hatten, ja, auch nutzen. Ja. Genau das habe ich gemacht. Ich lese jetzt hier das File ein, ja, und gebe dann am Ende so diese Number der JSON-Keys aus. Ja. Und auch das macht er einfach. Ne. Zack, ausgeführt. Das heißt, ich kann so Dart letztendlich auch als eine Bash-Shell-Scripting-Alternative verwenden. Ich muss halt einmal DCLI installieren und that's it. Was ich sehr schön finde, weil oftmals braucht man doch, vor allem wenn es um CI/CD geht, ein paar Scripting-Sachen braucht man doch noch an der Pipeline und ich könnte jetzt halt wirklich meine Sprache für alles verwenden. Einmal für meine Produktiventwicklung, aber auch für das komplette Scripting. Ja? Ich muss halt in meinem Docker-Container, in dem mein Build-Script läuft, DCLI einmal installieren, ja, und kann dann Dart auch für meine kleinen Scripting-Sachen verwenden. Braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber ich fand es ganz, ganz niedlich, deswegen wollte ich es auch einfach mal noch zeigen. Ja, es gibt noch viel, 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 viel mehr. Ja, also ich habe Extensions, ich habe sowas wie Nullaware Operators, Conditional Property Access, Optional Positional Parameters, Initializers, Const Constructors, Type Tests, Unit Test Support ist natürlich auch da, ganz klar, ich muss Tests automatisieren können, ja, das habe ich auch, die Suite ist sehr angenehm, super, kann man vielleicht mal kurz einen zeigen, ich habe auch einen da, also auch hier habe ich einfach eine Main, dann mein Test, der einen Namen hat und dann innen drin schreibe ich letztendlich meinen Test. Und mit Expect und Equals und verschiedenen anderen Matchern noch Contains, also Collection Matcher und sind dann da, kann ich eben verschiedene Tests mir schreiben und dann eben auch die Sachen ausführen und abfragen. Das ist alles da. Ja, also von daher gesehen würde ich sagen, das Setup, was Dart liefert, ist extrem umfangreich. Und für mich ist die Sprache einfach mega nice. Ich finde sie sehr
Handhabung einfach zu handhaben. Sie hat viele Features oder Dinge, die viele andere Sprachen noch nicht haben, weil sie halt so eine neue Sprache ist. Aber ist trotzdem schon so weit entwickelt, dass ich halt ein extrem gutes Dev-Tooling auch habe, was oftmals bei anderen neuen Sprachen einfach fehlt. Genau. Fragen, Anmerkungen, Diskussionen? Vielen Dank, Christoph, für den spannenden Vortrag über die neue, alte, neue Sprache Dart. Ja, genau. Fragen können jetzt noch schriftlich gestellt werden oder auch gerne per Handzeichen. Und eine Frage ist auch schon direkt reingekommen, relativ am Anfang. Und zwar, ja, macht es Sinn, in Dart zu entwickeln und das Ergebnis über JavaScript in TypeScript zu wandeln? Boah. Naja, das, also TypeScript ist ja eigentlich eher ein Superset von JavaScript. Das heißt, JavaScript nach TypeScript würde ja schon mal eigentlich gar nicht wirklich funktionieren, weil ich gehe ja eigentlich auch von TypeScript nach JavaScript. Also Dart ist eher eigentlich ein Pendant, würde ich sagen, oder neben, naja, nicht ganz, weil es ja wirklich eine andere Sprache ist, aber man muss es eher so ein bisschen sehen wie TypeScript, wo ich von TypeScript nach JavaScript runter transpiliere, wird auch Dart zu JavaScript letztendlich, aber hier in dem Fall eher kompiliert, aber ich kann dann nicht wieder irgendwie zurück. Ja. Von daher gesehen, Dart entwickeln, dann nach JavaScript und dann wieder nach TypeScript, ich bezweifle es. Also ich glaube nicht. Okay, das ist also ein eher Nein. Dann gibt es gleich die nächste Frage. Wie kann ich die DevTools installieren? Was brauche ich mindestens? Ah, die DevTools sind eigentlich automatisch dabei. Am besten halt, also ich bin ein großer VS Code Fan, da einfach die Dart Extensions verwenden. Wo sind sie da? Genau, Dart Extensions und dann sind die DevTools eigentlich schon mit gleich dabei. Man sieht die auch, wenn wir hier nochmal kurz starten. Dann kann ich hier mit F1 sowas, ja genau, zum Beispiel die DevTools Network Page starten. Jetzt fragt ihr mich, okay, welche Session will ich denn eigentlich gerade machen? Das müsste die hier sein, die gerade läuft, die andere ist schon beendet. Und dann fährt er die auch hoch. Ich habe hier dann auch noch die anderen, also Logging Page, CPI Profiler, Memory, die sind dann alle automatisch mit dabei. Okay, super. Danke. So, jetzt gibt es gerade keine weitere Frage. Dann werde ich noch. Ah, doch, jetzt kommt gleich die nächste Frage rein. Was brauche ich für die Laufzeitumgebung? Laufzeitumgebung ist eigentlich einfach nur Dart installieren. Kommt ein bisschen darauf an, unter welchem Betriebssystem man arbeitet. Also, ich kann auch einfach die Dart-Website empfehlen: dart.dev. Die Dokumentation ist super. Und wenn ich jetzt sage, hier einfach, okay, get Dart. Dann muss ich eben gucken, okay, unter welchem Betriebssystem bin ich? macOS, wenn man Brew hat, wenn man nicht Brew hat, dann würde ich empfehlen, installiert Brew. Dann ist es einfach ein Tab hinzufügen und install Dart. Linux ist es wahrscheinlich auch einfach ein Package mit WGET hinzufügen. Windows ist unter zum Beispiel unter Coco mit dabei. Also dort findet ihr eine Anleitung zu jedem Betriebssystem, das man eigentlich hat. Und kann sich dann einfach Dart mit installieren und dann habe ich Dart dabei und dann ist auch alles auf der Dart-Konsole dabei. Mein Analyzer ist dabei, mein Vorbereiter ist dabei, dass ich Dart ausführen kann, ist dabei. That's it. Okay, danke schön. So, dann jetzt ist es auch wirklich so kurz vor drei. Dann mache ich noch einen ganz letzten Werbeblock für den ASQF. Falls jemand jetzt noch nicht Mitglied ist, könnt ihr das jetzt werden. Ihr zahlt auch nur den halben Jahresbeitrag für 2022, wenn ihr im Rahmen der NetWeek beim ASQF Mitglied werdet. Nur als Mitglied gibt es auch den Zugriff auf die Aufzeichnung und die Folien auch der NetWeek. Da nochmal deswegen der Hinweis für weitere Fragen an Christoph. Er hat jetzt gerade ja auch noch hier seine Kontaktdaten eingeblendet. Also da ihn auch gerne kontaktieren. Ich weiß, du bist ja gerade auch auf LinkedIn und Twitter auch sehr aktiv. Und da erreicht man dich ja auch gut. Genau, und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für die Teilnahme an der gesamten NetWeek. Ein großes Dankeschön an all unsere Sponsoren, die uns in dieser NetWeek begleitet haben. Das German Testing Board, die ZEPMED, die Trimetis GFB Consulting,
zu GETI und die Zeiss Digital Innovation. Vielen Dank auch noch an alle Referentinnen und Referenten. Und ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr zur NetWeek wieder. Oder vielleicht sehen wir uns auch schon am 7. April zu unserem Testing Day NRW online. Da gibt es auch sehr spannende Vorträge. Also bis bald. Tschüss, Wochenende. Tschüss.